Na, er zieht schön hier direkt am Turm entlang. Da wird er erst sehr spät entdeckt. Und ist schon drin. Ich müsste eigentlich längst eine Aufnahmepause machen, aber jetzt ist gerade hier so ein spannender Punkt, an dem ich eigentlich nicht aufhören möchte. Jetzt ist auch hier im Moment das Problem, dass hier leider meine Soldaten bewacht werden von diesem blöden Heinz. So, aber er schickt seine Soldaten nur noch einzeln. Da kommt mal wieder einer der... Ah ne, der geht auch noch erstmal da oben in den Turm rein. Logischerweise. Ich kann sie auch immer noch nicht aufwerten, leider. Dafür dauert das alles zu lange hier noch. Aber das Militär, das der Kollege jetzt hier permanent immer wieder hier vorbeibringt, ist so, wenn er es so vorbeischickt, ziemlich chancenlos. Die werden nämlich alle gnadenlos weggeschossen von mir. So, das Türmchen hier ist auch voll besetzt. Hier spaziert mal wieder einer vorbei. Geht mal wieder drauf. Das ist mal wieder ein Bogenschütze, den müssen wir wegschicken. Ah, den haben sie erwischt. Verdammt. So, da greifen wir wieder an. Ja, leider immer wieder drauf, weil er viel zu stark ist. Aber der wird ja auch mit jedem Mal immer schwächer. Und irgendwann geht auch der drauf. Genau, und dann kriege ich jetzt endlich mal hier diese dämlichen Bogenschützen weg, die mir hier immer meine Soldaten wegschießen. Denn die können sich im 1:1 Kampf leider nicht wehren. So, und damit ist mein Türmchen wieder mir. So, und damit werden wir auch das wieder voll besetzen. Na, schickt jetzt ausgerechnet den Angeschlagenen, aber egal. So. Das war wichtig. Und dann nehme ich mal auf, mir hier ständig meine frisch rekrutierten Soldaten umzuschießen. Zerknorse. So, jetzt können wir auch die Schwertkämpfer fit machen. So, und hier muss ich jetzt, glaube ich, endlich mal die Minen bauen. Und die mal aufhören, hier rumzuhampeln und zu nerven. Hier machen wir noch eine Eisen. Hier machen wir noch eine Kohle. Und der zweite hat es eh schon aufgegeben. Gut. So. Dann meinetwegen gerne noch ein bisschen. Zwei können jetzt mal aufhören. Schicke ich jetzt meinetwegen mal darunter. So, jawohl. Militär schicke ich trotzdem erstmal mal so ein bisschen ins Hinterland. So. Aber meine Landbefestigung steht. Wir haben jetzt hier 6, 10,
Wird dann 18. Den bauen wir noch, dann sind es 20. Eine Armee von 20 Bogenschützen, die hier dann positioniert sind. Die hier gnadenlos alles wegrobben. Und den Gegner eigentlich mal so ziemlich keine Chance mehr lassen. Jetzt würde ich ganz gerne hier nochmal ein bisschen Platz schaffen. So, ich hatte, glaube ich, hier oben irgendwo auch mal einen. Habe ich aber nicht mehr. Der mir hier Land eingenommen hat. Auch kann sein, dass es versucht hat, über die Grenze zu kommen und dabei gestorben ist. Ach ja. Spitzhacke. Und da ich noch einen Holzfäller gemacht habe, auch nochmal eine Axt. Boah, hier sammelt sich Militär bei dem Kollegen. Na gut. Muss mich aber erstmal nicht interessieren. So, bei mir sammelt sich nämlich ab sofort auch Militär. Schade, ich hätte den da oben gerne gehabt, um hier unten nochmal diese Ecke einzunehmen. Ich meine, kann ich immer noch, im Grunde genommen. Ich schnapp mir einfach mal hier den einen. Schick den mal dahin. Nachdem, da sollen wir hier mal diese Ecke noch einnehmen. Die letzte, die fehlt. Die anderen beiden schon da angekommen, wo ich es hingeschickt habe. Jawohl. Hier weiter. Der darf gerne noch ein bisschen. Axt, da habe ich einen Auftrag gegeben. Alles gut. Wir gehen wieder hier hin. Das passt noch. So. So, und der Turm ist fertig. Und damit haben wir die 20 Bogenschützen postiert. Jawohl, da kommen sie beide. Zack, zack. So, jawohl. Soll sich mal einer trauen, hier anzugreifen. Dafür ist der Computergegner nicht schlau genug. Menschlicher Gegner würde das hier überwinden. Natürlich würde er auch sehr viel Verlust haben. Entweder er würde hier mit Katapulten arbeiten. Mir wird Katapulten auf den Senkel gehen. Oder er würde eine Armee losschicken, die hier vorbeiziehen, natürlich unter Verlusten, klar, aber würde sie vorbeizwingen und im Hinterland bin ich null geschützt. Aber dafür brauchst halt wirklich einen intelligenten Gegner und so intelligent ist ein Computergegner nicht, deswegen ist es kein Problem. Brauchen wir uns jetzt nicht zerstressen, geh! So. Wunderbar. Damit kann das jetzt alles hier in aller Ruhe laufen. Und wird in aller Ruhe laufen. Ist der da oben? Ich habe keine Lust mehr gehabt, die letzte Ecke noch mitzunehmen. Der Holzfäller hat nur noch diesen einen Baum zu fällen. Und dann ist mit dem Ende Gelände. Ja, aber jetzt hier richtig schön viel Platz geschaffen. Das ist nice. Da werde ich jetzt mal keine Nahrungsproduktion machen, sondern hier nutze ich jetzt mal für Siedler. So, und dann, wenn das getan ist, kann hier oben auch noch ein Forsthaus hin. Wir haben jetzt hier beide schon kein Holz mehr. Der fällt mir jetzt momentan noch hier unten. Den. Ich jetzt mal gucken, geht er zu dem Baum da rüber? Ja, ne? Der letzte, der ihm noch bleibt. Dass ich den so lange da drüben hacken, bis hier der
Das Haus da steht. Du nimmst mir mal diese Pupsecke ein hier. So, und er ist auch fertig. Wir transportieren würde alles an Gold. Dahin. Wegpunkte muss ich nicht mehr setzen, das passt genau. Perfekt. Weiß gar nicht, ob ich schon Gold habe. Müsste aber eigentlich. Ja. Aufwertung stagniert. So, der ist fertig. Können wir da hinten weitermachen. Der ist fertig. Können wir da oben weitermachen. Beziehungsweise... Ja, eigentlich kann der jetzt... bleib mal stehen. So, immer wieder Siedler. Komm. Und du... Sei auch mal wieder Siedler. Jetzt kann ich auf die anderen zwei da hinten. Hatte ich doch eigentlich auch... Ich habe gesagt, die sollen Feierabend machen. Wo habe ich die eigentlich hingeschickt? Ich dachte, die hätte ich wieder irgendwo ins Land geschickt. Das sind meine... Geologen. Ach nee. Quatsch, die hätte ich ja... hier runter geschickt. Kling. Immer noch eine Spitzhacke. Machen wir nochmal eine. Meine Güte. Muss man sich dann jetzt so anstellen? Ups, verklickt. 48, doch, läuft. Alles klar. So, okay. Dann wird es jetzt aber echt nochmal. Zeit für Feierabend jetzt hier auch mal für mich. Haben wir jetzt viel geschafft. Boah, schon wieder über 2 Stunden. Die ersten Siedleraufnahmen noch voll gechillt angegangen. Mit 4, 5 Folgen. Aber gut, es waren noch kurze Kampagnen, die waren auch schnell vorbei. Jetzt, das was wir jetzt machen, zieht sich ja doch ein bisschen länger hin, aber irgendwie heute war ich jetzt... Durchweg hier am Rödeln. Alles hier für die Mega-Produktion. Aber das läuft. Das läuft gut. Und auch die Kohleproduktion läuft gut. Da ist immer noch keine Axt. Ich habe doch einen in Auftrag gegeben. Na, noch eine. So, achso, ich wollte aufhören. Kurz abgelenkt worden und schon wieder vergessen, dass ich eigentlich aufhören wollte. Ich könnte hier, hier haben wir so viel Kohle und Eisen und alles. Die sind eigentlich so gut ausgestattet hier. Dass es keinen Sinn macht, hier noch irgendwas produktionstechnisch hier zu steigern. Das läuft wahnsinnig gut. Kann man so lassen. 1A. Ja, und genau, dabei belassen wir es jetzt. Wir gucken dann beim nächsten Mal, in der nächsten Aufnahme, wie das hier mit unserer Todesfestung weitergeht. Wir halten jetzt auf diese Weise erstmal noch ein bisschen hier das Grenzgebiet, bis ich genug Militär habe, um hier drüben anzugreifen. Das kann aber relativ schnell passieren. Das machen wir auch erst, wenn die Offensive fertig ist. Aber das ist ja gut. Das und... vieles mehr sehen Sie. Nein, das Bling interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich werde das Ganze jetzt nochmal speichern. Ich nehme wieder hier diesen Speicherstand. Ilme. So. Genau. Und dann sehen wir beim nächsten Mal, wie es denn hier wohl weitergehen wird mit den süßen kleinen Siedlern und der Weltherrschaft
des... Hab seinen Namen vergessen. Beim Jupiter, ich weiß es nicht mehr. Okay, bis morgen oder so. Tschüss.